Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns allezeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet. Herzlich willkommen aus der evangelischen Martinskirche in Attersee am Attersee. Wir feiern diese Andacht und hoffen auf eine neue Perspektive. Wir hoffen auf eine neue Perspektive in unserem Alltag. Altes loslassen, Neues empfangen. Das erwarten wir, wenn wir uns über das Wort Gottes beugen. Und so feiern wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete Worte aus dem Psalm 33, aus dem der Wochenspruch für diese Woche stammt. Alle Welt fürchte den Herrn. Und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Liebe Schwestern und Brüder, Matthias ist Anfang 60. Er ist durch die Covid-Krise früher aus dem Dienst ausgeschieden. Einfach so, nicht mal verabschieden konnte er sich von seinen Kollegen, mit denen er über 30 Jahre lang zusammengearbeitet hat. Es waren ja alle in Kurzarbeit. Sein früheres Leben, seine Normalität ist weg. Dahin, sie kommt nicht wieder. Er ist Risikopatient und verfolgt die neuen Infektionswellen sehr besorgt. Und bekanntlicherweise sind ja Sorgen kein guter Ratgeber. Sie mischen sich ein in alle Entscheidungen. Soll ich überhaupt noch hier oder da einkaufen gehen? Familienfeiern sind auch zu riskant und Matthias konnte bei der Beerdigung seines Onkels nicht dabei sein. Oft fühlt es sich so an, als wären wir einzementiert in den Umständen, in denen wir leben. Als wären die Umstände endgültig. Wie kann das nur weitergehen? Für ihn? Alles ist in Warteposition, nur keiner weiß genau, worauf man wartet. Ein Wort aus der Bibel, das in den Losungen für den heutigen Tag geschrieben steht, gibt eine neue Perspektive. Der Apostel Paulus sagt, Gott hat euch berufen durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Was Paulus hier macht, ist pfiffig. Er unterscheidet das Letzte von dem Vorletzten. Was meine ich damit? Er sagt, deine Sorgen sind nicht endgültig. Sie sind nicht bis in die Ewigkeit einzementiert. Deine Sorgen und deine Lebensumstände haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort spricht Gott. Das letzte Wort über deine Lebensumstände kommt von dem, der dich geschaffen hat, von dem, der es gut mit dir meint. Und das letzte Wort ist wie die Sonne am Horizont, die aufgeht. Was ist jetzt mit Matthias? Vielleicht nimmt sich Matthias das biblische Wort zu Herzen. Vielleicht trifft es ihn im Herzen und er fragt, wie er die Herrlichkeit Jesu leben kann. Vielleicht schickt er seinen alten Arbeitskollegen eine Kiste Bier und bedankt sich für die jahrelange Zusammenarbeit. Ja, das spiegelt auch die Herrlichkeit Jesu wider. Oder er bietet sich in der Pfarrgemeinde an, den Gemeindebrief mitzugestalten. Den kann er von zu Hause machen. Oder er schreibt handgeschriebene Karten und wünscht seinen Nachbarn einen schönen Tag. Wenn er von der letzten Perspektive aus lernt zu leben,
dann wird die Herrlichkeit Jesu an der einen und der anderen Stelle sichtbar, hörbar, erlebbar. Ganz unscheinbar und doch real. Amen. Lasst uns beten für uns und unsere Nächsten. Vater im Himmel, auf dein Wort hin vertrauen wir darauf, dass das, was wir erleben, nicht das Letzte ist. Wir bitten dich um wachsame Augen, um die Not unserer Mitmenschen zu sehen und hoffnungsvoll darauf zu antworten. Vater im Himmel, wir bitten dich für unsere Kirche, dass sie ein Hoffnungsort und ein Ort ist, wo wir immer wieder Kraft schöpfen aus deinem Wort, das uns Perspektive gibt. Wir bitten dich für unsere Geschwister im Glauben in Österreich und in allen Ländern, dass hörbar und erlebbar wird, dass du jeden Menschen zum Glauben rufst. Vater im Himmel, wir bitten dich auch für die politischen Verantwortlichen in Österreich, für Bürgermeisterinnen, Landesräte, Verantwortliche auf regionaler, Landes- und Bundesebene. Gib ihnen Weisheit, angemessene und richtige Entscheidungen zu treffen im Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, was wir nicht in Worte kleiden können, das legen wir in die Worte, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken und Schritte uns heute noch führen, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.